hier ist dann das ganze gekühlte Ding drin. Krass. Wir haben uns hier einmal das gestellt, dann das. Das werden wir vielleicht gleich heute machen. Und das. Und hier hinten steht dann drauf, wie man es zubereitet. Hier ist jetzt das für heute drin. Schauen wir mal nach. Kokosnussmilch. Eine Möhre. Eine Lauchzwiebel. Oh. Okay. Eine Limette. Blütenhonig. Ingwer. Dann Sesamsamen. Erdnussbutter. Geil. Dann Knoblauch. Nochmal Honig. Und Reis. Jasmin. So, wir kochen jetzt das Teriyaki-Hähnchen mit Kokosreis. Ich habe richtig Hunger schon, das heißt, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen beeilen hier. Also, ich gebe dem Ganzen eine 7,5 von 10. Und du? Und wenn es mit Komma gibt, dann eine 8,5 von 10. Bei uns ist heute Ausflugstag. Und zwar haben wir uns einen Termin gemacht für den IKEA. Ich weiß noch nicht, wie lange wir da rein dürfen, so, aber mal schauen. Wir haben noch eine Viertelstunde, bis wir losfahren wollen. Ich bin einfach schon fertig seit 10 Minuten vielleicht. Und jetzt muss ich warten. Aber heute, eigentlich gestern, aber heute wurde meine Geburtstagswoche eingeleitet. Das heißt, irgendwie muss jetzt jeden Tag was Schönes passieren. Denn am Samstag habe ich Geburtstag. Da werde ich 22. Ich fühle mich absolut nicht danach. Ja, irgendwas Schönes. Heute ist IKEA dran. Also, ich gebe dem Ganzen heute 8 von 10 Punkten. Und du? Ich fand es wieder sehr lecker. Ich gebe dem eine 9 von 10.
am nächsten Morgen ist die Frau, die... Heute ist Mittwoch. Heute ist der dritte Tag aus meiner Geburtstagswoche. Also das ist natürlich Quatsch mit der Geburtstagswoche. Das ist einfach nur so ein Spaß, den ein Freund von Robin und auch von mir mal gebracht hat. Und ich fand das so cool, dass ich dann jetzt auch immer sage, hey, ich habe jetzt meine Geburtstagswoche und so. Ja, und heute ist kein schönes Wetter draußen. Ich wollte eigentlich einfach nochmal zeigen und erzählen, was wir uns gestern im Ikea gekauft haben, weil ich das cool finde. Wir haben zum einen neue Haken gekauft fürs Bad, wo Handtücher aufgehangen werden können, weil zum einen der alte Haken, der einmal da hang, nicht mehr so besonders schön war und zum anderen wollte ich gerne ein bisschen was Wärmeres, Schöneres im Bad haben, sodass ich mir überlegt habe, ein paar Pflanzen aufzuhängen. Und dafür brauchte ich auch die Haken, weil wir nichts an die Decke bohren wollten. Da habe ich dann kleine neue Blumentöpfe gekauft, wo ich Ableger von Pflanzen, die ich bereits hatte, reingemacht habe und mir selber so eine kleine Blumenampel gebastelt habe, die ich aber nochmal neu machen muss. Das ist jetzt erstmal provisorisch, aber bisher finde ich es ganz hübsch und es bringt mal ein bisschen was Freundliches in das kalte, düstere Bad. Na gut, kalte, sterile Bad, sehr, sehr weiße Bad. Dann habe ich einen neuen Aufbewahrungskorb-Tasche gekauft, weil die Sachen in dem einen Regal nur so rumstanden und das sah nicht besonders hübsch aus. Dann habe ich mir einen großen Bilderrahmen gekauft, einen sehr großen sogar, wo ich kleine Spiegel reinkleben möchte. Da kommt dann, wenn ich mal Lust, Zeit und Geld habe, noch schwarz angemalte Leisten ran, sodass das ein Industrial Style entsteht, falls man das so nennt. Auf jeden Fall habe ich dann noch ein Projekt, was ich noch machen kann. Robin hat sich dann noch ein paar Sachen für die Küche gekauft, worauf er so Bock hatte. Dann will er jetzt zum Weintrinker werden, das heißt, er hat sich ganz viel Wein bestellt. Dafür halt so eine Art Weinregale. Eigentlich ist das für was anderes, aber wir wollen das als Weinregale benutzen. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Und dann habe ich noch zwei neue Vasen gekauft. Eine für das Schlafzimmer und eine auch fürs Bad. Wie gesagt, Bad möchte ich ein bisschen freundlicher haben. Das ist jetzt der Anfang dazu. Genau, das war es eigentlich schon. Eigentlich wollte ich heute nicht filmen, aber was ist das bitte für ein Wetter am Samstag? Das ist in 2 Tagen, okay, es ist theoretisch auch der Sonntag, aber es war immer der Samstag, also mein Geburtstag, ist Frühlingsanfang. What? Es schneit gerade einfach, ich komme überhaupt nicht drauf klar. Hallo? Ich möchte Frühling, ich möchte Wärme. Manu. Wir machen heute das hier. Okay. Eigentlich sollte ich ja heute kochen, aber Robin kann halt einfach das nicht abgeben. Ich habe gesagt, wir können zusammen kochen. Du kannst gerne hier den Leitungspfad übernehmen und ich mach einfach ein bisschen mit. Oder bist du alleine gekommen? Nein, diese tolle Jacke habe ich mir über Kleiderkreise selber zum Geburtstag geschenkt. Also ich habe sie über Kleiderkreise bestellt für sehr wenig Geld. Die ist von Urban Outfitters. Und ich finde sie ultra schön. Die hat zwar richtig viele Löcher,
so überall. Also ich kann mir vorstellen, dass einige sagen, na, aber ich finde sie super schön. Das ist das Essen. Es sieht so gut aus. Oh, geil. Also ich gebe dem Ganzen halt eine 9 von 10. Es war richtig, richtig geil. Und du? Bei mir ist eine 8 von 10. Ich glaube, mein Favorit war der Fisch gestern. Vorgestern. Bin jetzt fertig. Voll cool. Und hier kommen dann noch so Holzstreben rein. Dann sieht das noch viel cooler aus. Und die hat Robin gerade aufgebaut. Meine neue Lampe. Voll schön. Oh, wie schön. Das sind meine Geburtstagsblumen, auch wenn ich noch keinen Geburtstag habe. Hallo. Heute ist Freitag. Das heißt, morgen habe ich Geburtstag. Ich werde mir jetzt erstmal selber einen Geburtstagskuchen backen. Robin hat mir zwar angeboten, dass er auch gerne backen würde für mich, aber ich meinte so, nee, ich habe Lust selber zu backen. Das heißt, ich werde jetzt einen veganen Butterkuchen backen. Habe ich richtig Bock drauf, aber ich bin gespannt, wie der schmeckt. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Kuchen ist jetzt im Ofen und das sieht ultra geil aus. Also wenn das nichts wird, wow. Das riecht jetzt schon ultra lecker. Mann! Scheiße!